I travel to the world's most expensive grocery store. Boah, bin schon mal gespannt. This is me walking into a grocery shop. And on the other side of the planet is me walking into a different grocery shop. The difference? One is extremely cheap. And the other is the most expensive grocery store in the world. First, let's meet the cheapest, which is Lidl. I've been shopping here religiously for years. That's because it's extremely cheap. Es gibt ja auch so Aldi, Lidl und so Amerika, ne? I think the quality is still great. And now meet Air One. Now this is a chain in America, which was voted the most expensive grocery store on the planet. All of your favorite A-listers shop here. It's gone viral. Ach, das ist so ein ADHS Celebrity Store bestimmt. Social media for the ridiculous prices. So what I want to know is, while yes, the prices at these two places are complete night and day, but what about taste? I want to compare them. Can the innocent, humble Lidl compete with Air One? Well, I went to Lidl and bought a selection of different foods and drinks. That same day. Bruder, es gibt nichts geileres, Chat, als Expresskassen, ne? Ich finde, Expresskassen ist die geilste Erfindung, die es gibt. Ohne Spaß. Es ist die geilste Erfindung, Bruder. Weil ich habe doch selber mal an der Kasse gearbeitet. Bruder, wie wenig Bock man da hat, auch immer dieses, du kannst alles nach deinem Tempo eintüten, wisst ihr? Du kannst alles nach deinem Tempo reinmachen. Du musst dich dann speilen oder so. I packed the stuff in a bag, headed to Heathrow Airport and got an 11-hour flight from London to LA. Made it to LA. Groceries are inside here. We didn't get stopped at border control, which is great. Next stop is Air One, the most expensive grocery store in the world. I am so excited. Ich bin mal sehr gespannt, Chad, weil wir kennen ja die Preise von hier. Let's check it out. An sich, Chad, sieht aus wie ein normaler Supermarkt, vielleicht ein bisschen mehr fancy. My initial impression of Air One was exactly how I expected. Everything perfectly shelved, so aesthetically pleasing, and of course, ridiculously expensive. What the f, man? Bottle of water. 26. $26 für Wasser? Was? Bruder, ist mein Körper danach 100% gereinigt? Dollars. What? 6 bagels frozen, $20. Was? Ice. Literally ice. $30. Ja, nee, ne? Handcut Cocktail Eis. Bring the bar home. $30 für 5, 6, 7 Kugeln Eis. Was für, also Bruder, Gänsehaut. Now I could go on and on about the extortionate prices of all the products here. But I was here for a reason. You see, the groceries I bought in England in Lowe, I'm now going to buy the exact same things here in Air One. Hello. We might need one of the bigger bags. Can we get one of the better bags? I want to purchase the bigger bags that we have. And how much are they? $135. What? Für eine Tasche! Wie kannst du das mit gutem Gewissen sagen? Wie kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich zahle für diese Tasche, also diese Tasche kostet 135. Bruder, ist die von Dior? $35? Yeah. For a bag. Okay. Yeah, okay. I only bought this for the video, because when I went to Lidl, I bought their more premium bag as well. Now I can assure you, watching this total increase as she was scanning was not a good feeling. Thank you very much. Eine Tüte $400. Und was ich mich auch frage, guter Callprex, warum ist dieser Laden so gut besucht? Was? Warum ist der Laden auch so gut besucht? Okay, Lidl versus Air One. Just before we get into the food, that carrier bag was 65p, that carrier bag was 106 quid. So to compare these two places, here's what we're gonna do. My mate Jack will put the same food from each shop onto the table. I will not know which is from Lidl and which is from Air One. All I do is taste them both and rate which I think tastes better. So, let's see if a £13 bill can stand up to a 200. Bruder, das kostet $13, das kostet zwar, das sind doch, also das ist doch gar nicht, das kannst du doch gar nicht mehr gerechtfertigen, also rechtfertigen. £20 bill. Okay, first, chocolate. Lidl's bar is 89p. Air One's is £11.80. Alter, was ist denn das für eine Schokolade, Bruder? Wurde die Kuh vor meinen Augen gemolken und die Schokolade, die Kakaobohne vor meinen Augen gepresst? Was geht ab? T2. There's gotta be some difference. Okay. Ich sag sogar, die Lidl-Schokolade schmeckt viel besser. Very similar, however, I would probably say this one, ja, is nicer. Safe. This one tasted posh, but it just wasn't as nice. It didn't taste as good. So that makes it 1-0 to Lidl. Maybe money doesn't buy taste. Next up
We have sourdough bread. £1.99 at Lidl. Boah, so lecker sowas, ne? £5.99 at Air One. A crazy discrepancy in price, but what about flavor? That is very good. A nice hard shell and then a soft inside. Delicious. A lot saltier, not as hard on the outside, but it's so close. I'm gonna have to say this one. Sowas mit Nutella, 10 von 10. Sagst du Lidl, bester Lebensmittelladen? Nee, ich sag Edeka und Rewe. Vor allem Edeka, weil die Stickies haben. Okay, next, the milk. £1.45 at Lidl. Habt ihr manchmal auch so eine Phase, wo ihr so ein Essen immer auseinander nimmt? Jeder hat zum Beispiel seine Toast-Sandwich-Phase. Jeder hat seine Kellogg's-Phase, Cornflakes-Phase. Ihr wisst selber, jeder hat manchmal so eine Phase, wo man es auseinander nimmt. Ich habe gerade so eine Phase, Chat, wo ich mir jeden Abend Schwarzbrot mit Nutella mache und einem Glas Milch dazu. Ich weiß nicht, ich fühle das gerade irgendwie übertrieben. Das ist gerade irgendwie mein, das ist gerade mein Craving zurzeit. £15.76. Air One. Why is it such a big difference? I guess we'll find out. It just tastes like milk. Du bist nicht Monte, Bro. Warum Schwarzbrot aber? Weil wir keinen Toast haben. It just tastes like milk. Comes out of fucking cow. Like, it's gonna taste like milk. With this one, they taste exactly the same. I can't determine a winner, so it's a draw. Next up, a cookie. Ooh, Keks, 49p at Lidl compared to £4. Ich liebe so Kekse, Digga. Die sind immer. £34 at Air One. Now, look, I shop at Lidl. I know this is the Lidl one. I know this is the Air One one, but I'm still gonna taste test them. Okay. Ich sag sogar, dieser Air One, der schmeckt geiler. Guck mal, wie der aussieht. Very crunchy cookie. A lot of chocolate in the filling. Banging. Lidl. A completely different cookie. This is soft and doughy. This is hard and crunchy. It's your preference, I guess. I think this one's better because it's more chocolate. Yeah, I'm gonna go with Air One. Alright, check. Alright, check. Next up, we got straw. Okay, Erdbeeren an sich, Chat, auch wieder gleiche Geschichte, sage ich. Always. £2.85 compared to £16. Euch, Digga. $20, $21 für Erdbeeren, Bruder, ja? Was seid ihr denn für Menschen? Wem auch immer dieser Supermarkt gehört, Bruder, du bist ein schlechter Mensch. Wie kann man das denn mit gutem Gewissen an die Menschen verkaufen? £55. These ones are a much darker red than these ones. But it's about taste. Oh, so good. F***ing amazing. Now these taste different. There's a big difference with these. By far this one. These are a lot juicier than these. These are a lot brighter red. These are dark. Und trotzdem schmeckt Lidl besser. Das ist Kinderverarsche. Dark red, more dry. This one all the way. Ah ja, Orangensaft. Bruder, ich sage, Chat, der beste Orangensaft ist der von HSC, weil der auch nicht so süß ist. Orange juice. £1.69 at Lidl, £7.88 at Air One. That one has more flavor. Tortilla chips. Boah, wie viel Bock ich gerade auf Chips habe, ist crazy. 5p versus £6.06. Okay, Chat, Orangensaft oder Apfelschorle? Ich sag so, wie es ist. Ich finde Apfelschorle lecker, aber Orangensaft ist eigentlich mein Go-To, wenn es um Frühstück geht. Das ist die krasseste Schokolade. Jeder aus der Heimat, jeder in der Türkei kennt diese Schokolade, weil jeder aus Deutschland diese Schokolade mitnimmt in den Urlaub oder in die Heimat. Diese Schokolade, jedes Mal, wenn ich reinbeiße, verändert sie mich komplett als Menschen. Jedes Mal, wenn ich eine andere Schokolade hole und diese danach probiere, merke ich eigentlich, wie schlecht alle anderen Schokoladentafeln sind, sondern wie gut diese hier ist. Es ist nicht normal, Bruder. Es ist unglaublich, was diese Schokolade mit mir anstellt, wenn ich sie esse. Ich esse ungern so viel Süßigkeiten oder Schokolade, aber wenn ich diese Schokolade esse, es macht unfassbare Dinge mit mir. Seht ihr diese Nüsse? In jedem Stück Schokolade ist eine Nuss. Guck mal, wie viele Nüsse da drin sind. Pause. They taste better. Yeah, Jesus. Next, we've got honey. £1.09 versus £11.82. Now, there is a very visible difference in appearance. This one is a lot more golden, whereas this one is a lot paler. Yeah, I prefer that one. As you can see, Air One was really taking the lead. But the next item was a very strange one. Wie kann man Wasser ranken? Next, we've got water. This is mad. 39p at Lidl compared to £20.49. Das ist ein Skandal. Also das finde ich sogar respektlos irgendwo, ja. Das finde ich sogar irgendwo respektlos. Ich finde Nassauer Medium beste, Bruder. Nein, Air One. Right off the bat, this has more bubbles in it. And this is just super clear. Just tastes like a cold glass of water. Okay,
They do taste a little bit different. I'm gonna go for this one because I think it's the little one and I'm used to that type of water. This I don't like because I don't think I'm used to it. Okay, next we got crisps. £1.15 at Lidl, Sea salt Bock null. £1.72 at Air One. Literally cannot tell the difference looks wise. Oh my god, that is very, very good. A lot of vinegar, a lot of salt, just explodes in your mouth. Bland as fuck. That is so clear, so much better. We are now brought on to the last item, which is the brownie. If Air One's is better, they win. If Lidl's is better, it's a tie. 75p versus... Tschüss, aber der ist ja auch um 10 Welten größer, aber $9 niemals. Ist. Oder nicht mal in einer Bäckerei $9. £8.67. Got coconut, dark chocolate, milk chocolate, melts in the mouth. That is an unreal brownie. A completely different texture. The Air One one is more fluffy. This one is not, as you can see. I think the Air One one does taste better. Well, Air One is the winner. They have beat my beloved Lidl, and I have to give the crown to them. Ich finde aber traurig, dass so ein Laden läuft. Ich finde, so ein Laden dürfte nicht laufen. That's the price of the 10 items from Lidl, and that's the price of the 10 items from Air One. Yes, they did just win on taste, but I know where I'd rather shop. An sich, meiner Meinung nach, Chat, ihr könnt mich haten. Ich finde, so ein Laden dürfte nicht laufen. Ich finde, so ein Laden dürfte nicht laufen, Bruder. Das ist skandalös.